Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, die heute hierher gekommen sind, vor allen Dingen die Mitarbeitervertretung. Was ist die Wahrheit? Und deshalb will ich ein bisschen in die Vergangenheit gehen, denn ohne Vergangenheit kann man die Zukunft auch nicht gestalten. Ich will aber zuerst mal, das erlauben Sie mir, auf einen Redner eingehen, der gesagt hat, es wird sich alles verändern. Auch die Rettungswachen sind nur Wirtschaftsunternehmen. Sie müssen jetzt weiterfahren, das DRK ist so auch wirtschaftlich orientiert. Wir haben etwa 45.000 Mitglieder im DRK, im Saarland. Eine davon bin ich. Wir haben etwa 4.500 Aktive, auch Ehrenamtliche. Eine davon bin ich. Und zwar seit 16 Jahren in Verantwortung ehrenamtlich im Vorsitz. Und deshalb lasse ich Sie überhaupt nicht zu, dass Sie unsere Mitglieder, Männer und Frauen im DRK, auch nur ansatzweise angreifen, dass Sie Ihre Arbeit in diesem Land nicht ordentlich machen. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ist der Stand per heute? Wir haben einen Krankenhausplan verabschiedet. Und dieser Krankenhausplan heißt, wir haben einen Versorgungsauftrag bis 2025 erteilt an unsere einzelnen Krankenhäuser. Das heißt, für die Versorgung stehen 6.902 Planbetten zur Verfügung und 490 teilstationäre Plätze. Der CTT haben wir in Leber einen Versorgungsauftrag von 213 Betten erteilt. Und der Marienhaus GmbH in Ottweiler 152 Betten. Es gab nach diesem Krankenhausplan, den wir verabschiedet haben, der übrigens nicht in Stein gemeißelt ist, der Krankenhausplan war immer schon mit Fortschreibungen sehr intensiv. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Fortschreibungen gehabt. Also das ist nichts, was jetzt bis 2025 bestehen bleibt. Nur, warum er uns jetzt zwingt, in die Knie zu gehen, das sage ich in aller Deutlichkeit, das verärgert mich. Das verärgert mich deshalb, weil wir einen Krankenhausplan verabschiedet haben, ohne dass auch nur ein einziger Träger geklagt hat. Er war noch nicht geschrieben. Dann haben wir eine Situation, die uns von den Trägern vorgetragen wurde, dass wir im nördlichen Saarland eine Raute haben. Die Raute war, einige sitzen ja hier, die mit dabei waren, das war Lebach, das war Losheim, das war Wadern und war Hermeskeil. Ich hatte es noch nicht ausgesprochen, da war der Träger da und hat gesagt, wir schließen Wadern. Ist es dann ein Wunder, wenn sich dort in der Sicherheit wiegend 700, 800 Leute zusammenfinden zu einer Bürgerinitiative? Das ist gut so. Das ist gut so, weil man Ängste, die man hat, der gesundheitlichen Versorgung auch darstellen kann. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass wir im nördlichen Saarland auch medizinisch gut versorgt sind. Das Krankenhaus wurde geschlossen. Wir waren dann, und einige waren ja mit mir in Baden gewesen, bei Podiumsdiskussionen von etwa 1.000 Leuten. Und diese 1.000 Leute haben ein Recht zu fragen, den Träger und auch uns, wer macht das denn eigentlich? Weil die Bürger draußen glauben, diejenigen, die Verantwortung haben, schließen wir gerade ein Krankenhaus oder lassen es bestehen. Und das haben wir versucht, in Podiumsdiskussionen noch deutlich zu machen. Und aus diesem Grund haben wir sehr, sehr schmerzhaft Wadern erleben müssen. Dort haben wir heute ein Mutterhaus. Ein Mutterhaus, wo viele Namen, die heute schon von Hermann Schaaf genannt wurden, wie Basina, auch deutlich gemacht haben, wie wichtig ihnen genau dieses Haus war. Und wir haben viele Mitarbeiter auch von anderen, von Wadern in andere Krankenhäuser auch versucht, dass sie dort ihre Arbeit weitermachen. Wir haben nicht die Sorge, dass das Pflegepersonal, was plötzlich in einem Krankenhaus was schließt, keine Stelle mehr findet. Wir suchen händeringend Pflegepersonal. Aber diese Menschen sind, wie wir auch, es gewohnt, an irgendeiner Stelle ihre Arbeit zu machen. Sie hängen an diesem Krankenhaus, sie hängen an ihren Patienten und sind natürlich dann auch mit sich unzufrieden. Das war Wadern. Wadern war noch nicht gerade rum, da haben wir Dillingen geschlossen. Ein Hüttenkrankenhaus.
Wer ein bisschen aus der Gegend ist, weiß, was das bedeutet. Derjenige, der morgens zur Dillinger Hütte zur Arbeit ist, der hat gewusst, wenn ich mir weh tue, gehe ich in dieses Hüttenkrankenhaus. Das ist deshalb geräuschlos gelaufen, weil die Marienhaus es mit allen beteiligten Fraktionen, dem Dillinger Stadtrat und dem Bürgermeister Berg, 2 Jahre vorbereitet hat. Wir waren noch nicht mit Dillingen fertig, dann haben wir die Nachricht von Ottweiler erhalten. Und wenn ich sage, wir haben die Nachricht erhalten, dann habe ich sie auch erhalten. Nicht im Vorfeld. Wir haben sie erhalten am gleichen Tag, als die Öffentlichkeit es auch gelesen hat. Und das ist ein Auftrag mit 152 Betten, dem wir gerecht werden müssen. Und da ist es doch zu Recht, dass der Bürgermeister von Ottweiler und die Vertreter auch in den Ausschuss gehen und sagen, Leute, was macht ihr hier? Sind unsere Leute noch medizinisch versorgt? Die Woche war noch nicht rum, da haben wir Leber. Und deshalb wundert es mich schon, dass jetzt gerade die laut schreien in der Zeitung und in den Medien, die vorher Verantwortung getragen haben und die nicht mehr wissen, in welcher Verantwortung sie welche Beschlüsse gefasst haben, hätte es sehr wohl etwas ändern können. Und auch nicht wissen, dass wir, die Landesregierung, sehr intensiv in vielen Sitzungen, die katholischen Träger vor allen Dingen alle zusammen gebeten haben, Leute, helft uns in dieser Situation, lasst uns Kooperationen machen, damit wir im nördlichen Saarland auch wirklich die medizinische Versorgung gewährleisten können. Die ZTT sind ja die Vertreter hier. Die waren vor etwa 8 Tagen bei uns. Wir wussten, dass es ein Gremienbeschluss geben würde und wir haben auch nachgefragt, aber wir haben nichts gehört, es wurde uns nichts gesagt. Und aus dem Grund ist am vergangenen Donnerstag abends, am Spätnachmittag, eine E-Mail gekommen. In der E-Mail stand, sehr geehrte Frau Ministerin, wir müssten dringend mit Ihnen reden, das war donnerstags, am besten noch vor Montag. Wissen Sie, was ich als allererstes gemacht habe? Ich habe den Bürgermeister angerufen, der ist heute hier. Und ich habe den Landrat angerufen, der auch Verantwortung trägt. Und wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam hören, gemeinsam, zur gleichen Stunde, was der Träger uns zu sagen hat. Das haben wir gehört. Wir haben gehört, nicht weil Herr Molzberger so ein böser Mann ist und die Frau Dr. Berg so eine böse Frau, sondern weil einfach die Notwendigkeit des gesamten Unternehmens von CTT vor der Situation gestanden hat, dass sie ein Krankenhaus schließen müssen, weil sonst der Gesamtkonzern, so der Insolvenzverwalter, auch letztendlich den Gesamtkonzern schädlich geworden wäre. Und der Dr. Fuchs hat zu mir gesagt, die 24 Millionen, und wir haben ja nicht so viel Gelder für Investitionen möglich zu machen, die, Frau Wachmann, nützen uns nichts. Die werden wir nicht mehr abrufen. Das hilft dem Konzern auch nicht mehr. Also müssen wir, um 3 andere Häuser und Altenheime zu retten, auch Lebach dann schließen. Wir waren noch nicht auseinandergegangen, dann war es schon eine halbe Stunde später in den Medien. Also konnten die Mitarbeiter sich überhaupt nicht mehr darauf vorbereiten, was überhaupt kommt, und die Geschäftsführung auch nicht. Ich sage Ihnen mal, was die Bevölkerung, die das hier alles nicht nur durch die Medien erfährt, denkt. Die Bevölkerung denkt, der Bürgermeister, der hat das doch gewusst. Der Landrat weiß es auch. Und die Gesundheitsministerin, die weiß das schon lange. Die weiß schon lange, dass die schließen. Nein, wir haben nichts gewusst, gar nichts. Und aus dem Grund geht es nicht nur uns so, sondern zum Beispiel dem Chefarzt, dem ärztlichen Direktor. Der ärztliche Direktor war im OP und hat operiert. Und dann kam eine Schwester rein und hat gesagt, sie haben das doch gewusst, dass die schließen. Und das ist genau das, was die Bevölkerung natürlich nicht versteht. Und wir dürfen es nicht einfach nur bejammern, sondern wir müssen sagen, was tun wir jetzt? Wir haben Fakten. Hermann Schaaf und der Dr. Magnus Jung haben es ja eben gesagt. Also müssen wir uns damit beschäftigen, wie ist es auf Bundesebene, die ganzen Vorgaben, die dort auch wirklich den kleinen Träger wirklich wehtun. Da müssen wir drüber reden. Wir müssen aber auch darüber reden, wie geht es hier im Land weiter. Haben wir wirklich Gelder genug, um unsere Krankenhäuser zu stützen? Und ich sage Ihnen noch eins. Was haben wir dafür gebettelt und gekämpft, dass unsere Träger hier im Saarland, wo wir immer noch bitten, wir bitten ja darum, uns zu helfen beim Interessenbekundungsverfahren. Klare Aussage, die SKG sitzt hier, nein.
Und ich sage, ich dulde das Nein einfach nicht. Ich will es auch nicht hören. Ich will hören, wie wir hier dieses Land medizinisch in Zukunft versorgen werden. Und aus dem Grund ist das so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur bei Corona zusammenstehen. Es ist wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich im Saarland krank werde, dann habe ich die Anfahrt von so und so vielen Minuten, dann bin ich da und bin in der Klinik und wir haben auch dort die besten Ärzte. Und deshalb war es doch richtig, dass der Ministerpräsident gesagt hat, liebes Gesundheitsministerium, ihr seid jetzt unterwegs, wir machen ein Interessenbekundungsverfahren. Wir müssen zuerst mal die Absage unserer Träger hier vor Ort hören, nicht dulden, hören. Aber trotzdem können wir nicht warten, bis irgendein Wunder geschieht, sondern wir müssen unterwegs sein, um Vorsorge zu treffen. Und das machen wir. Und ich kann Ihnen sagen, sehr gewissenhaft. Staatssekretär und ich machen das nicht nur mit Brief, sondern der Brief wird mitgeholt und wir gehen an die Türklinken. Wir gehen rein. Wir fragen, wir sagen, was wir brauchen, welche medizinische Versorgung. Wir werden es auch nicht mehr zulassen, dass unsere Träger hier vor Ort nur kooperieren wollen. Chefarztkooperationen sind gut. Dem kann ich ihr Fahrrad kaufen, damit er von einer Klinik zur anderen fährt. Das ist die Lösung nicht. Das ist doch nicht die Lösung. Wir brauchen beständige Krankenhäuser hier im Saarland, wo unsere Leute wissen, wo sie letztendlich auch hingehen. Und die dürfen nicht nur in Homburg, nicht nur in Saarbrücken, nicht nur in St. Wendel, nicht nur in Saarlouis stehen. Die müssen auch im nördlichen Saarland stehen, damit die Leute wissen, jawohl, das wollen wir tun. Und dieser Verantwortung stellen wir uns. Und deshalb werden wir nicht müde, immer wieder unsere Träger, die hier vernünftige Arbeit machen, die wirklich hier gute Krankenhäuser stehen haben, zu unterstützen. Sie aber gleichzeitig auch zu bitten, unterstützt uns. Unterstützt uns hier in diesem Land, damit die Leute auch das Gefühl haben, sie sind ordentlich versorgt. Und nicht zu sagen, jetzt gehen die Interessenbekundungsverfahren, jetzt suchen sie einen Privaten. Was ist denn ein Privater? Wir sind das einzige Bundesland, was noch keinen Privaten hat. Wirtschaftlich denkt der katholische Träger genauso wie ein privater Träger. Nein, wir brauchen die besten Ärzte. Wir brauchen genug Krankenschwestern. Wir brauchen die Leute im Labor und darüber hinaus. Und ich sage Ihnen, mir ist in einem Krankenhaus der Chefarzt so wichtig wie die Putzfrau. Das sage ich an dieser Stelle auch, denn alles gehört zur Hygiene, alles gehört zur Sicherheit. Und deshalb würde ich Sie herzlich bitten, uns dabei zu folgen. Uns dabei zu folgen, dass wir den Menschen ein gutes Gefühl geben. Dass wir miteinander arbeiten, dass wir uns zusammensetzen und der Krankenhausplan, Dr. Junge hat es gesagt, der ist Makulatur. Da müssen wir uns zusammensetzen, lieber Hermann Schaaf. Die müssen wir neu aufstellen, die Plätze neu verteilen, die Krankenhausbetten so zuordnen, wie sie letztendlich gehört. Ich hätte mir von dem jetzigen Träger mehr Transparenz gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht nur die Häuser in Rheinland-Pfalz wichtig sind, sondern auch die Häuser hier im Saarland. Ich hätte mir gewünscht, ein Konzept zu haben, was wir jetzt einfordern, einen Sozialplan. Ich will wissen, was mit diesen Menschen, die dort arbeiten, passiert. Ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, zum Beispiel, was passiert mit den Ärzten, die mit dem Krankenhaus zusammenarbeiten? Ich will aber auch wissen, was zum Beispiel mit den Menschen passiert, die in drei Schichten an der Dialyse dort hängen. Dort ist ein Dialysezentrum relativ groß. Das sind Schwerstkranke, die im Dreischichtsystem dort dreimal die Woche 7 Stunden behandelt werden. Und das hätte ich gerne gewusst, ob man mit denen schon gesprochen hat, ob ein Sozialplan vorliegt, wie wir das geordnet jetzt abwickeln können. Und da hoffe ich mir in den nächsten 3 Wochen eine gute Zusammenarbeit. Ich wünsche uns Saarländern alle gemeinsam stehend einen guten Erfolg, dass wir vielleicht doch noch, Herr Klein, zusammenfinden und Möglichkeiten finden, in diesem Land zusammenzustehen. Ich danke Ihnen.